This is not the story of the One. The One encompasses too much, crushing everything and making it the same. No. This is the story of the many, who are blessed with difference and rich in strangeness. This is the story of a family. Und dies ist ein neues Let's Play hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Hoplase. Wir spielen heute The Eternal Cylinder. Also nicht nur heute, sondern die nächsten Tage, Wochen. Keine Ahnung, wie groß das Spiel ist. The Eternal Cylinder. Ja, ist ein Survival-Erkundungsspiel, ne? Aber nicht Survival, glaube ich, in dem Sinne, du baust dir eine Basis und so, aber so wie ich das richtig verstehe, wir sind in dieser Welt, schlüpfen wir in die Rolle einer winzigen Kreatur namens Trephum. Und während du nicht die schnellste und stärkste Kreatur bist, verfügst du doch über die mächtigsten aller Fähigkeiten. Die Macht der Anpassung nämlich. Trephums können mutieren, um neue physische Eigenschaften und Fähigkeiten zu entwickeln, die ihnen helfen, sich gegen Raubtiere zu verteidigen und die Gefahren dieser Welt zu überwinden. Was dir an Größe fehlt, musst du an Improvisationen und Einfallsreichtum wettmachen. Also, sei bereit, kleines Trephum, versammle deine Familie für die gefährliche Reise, die vor dir liegt, und rette deine Welt vor dem Zylinder der Ewigkeit. Das ist es. Und nach einem Trailer, damit ihr seht, was in diesem Spiel überhaupt abgeht, in diesem Let's Play, gucken wir uns jetzt einen Trailer an und wir sehen uns nach dem Trailer wieder. Somewhere out amongst the stars, there is a world teeming with life and beauty. But this world is dominated by a terrible alien force. The Eternal Cylinder. No one knows what it is or where it came from. They only know that it cannot be stopped. Sometimes it is the smallest, most unassuming of creatures that manage to find a way forward. To survive, they must band together. Mutate. Adapt. Evolve. Learn and overcome. But no matter what they do, one fact remains. The Eternal Cylinder cannot be stopped. Also, wie man sieht, ist hier also so ein dicker, fetter Zylinder, der einfach alles niedermäht. Und ich bin mal gespannt, wie uns das Spiel jetzt gefällt. Also, es ist jetzt kein Let's Test oder so, also es ist schon ein ernsthaftes Let's Play. Deswegen jetzt am besten abonnieren, ich würde mich freuen. Hab's extra für euch gekauft. Habe ich mal wieder mein Arbeitslosengeld durch die Gegend geworfen. So, wir starten. Bin gespannt. Once upon a time, in the age of the Eternal Cylinder, there lived a family of little creatures called the Trebum. Trebum are not the strongest, nor the fastest, and they do not have sharp teeth.
they would make easy prey for the terrible force that came to their planet. But Trebom are loyal and resourceful and very, very stubborn. It is with such a Trebom that our story begins. One clever little creature born into a cruel world who would be instrumental in bringing prosperity to its kind. Teil 1. Welch ungünstiger Ort für einen Anfang. Run, something inside him said, run. One. Okay, ich laufe. Also der Zylinder ist unterwegs. Und mäht hier alles nieder. Er mäht hier einfach alles nieder. Springen. Ich weiß nicht, ist mit Controller vielleicht besser? Ich versuche mal mit Controller zu spielen. Nee. Wie weit? Ja, ist ein bisschen unterwegs, ne? Nee. Ich frage mich, ob ich hier irgendwie was übersehen kann. Guck mal, hier zum Beispiel. Ash kommt näher. Muss ich nicht jetzt hier abhauen? The great crushing thing, the great cylinder had stopped. Perhaps it was safe here for a little while. How quickly it learned to use its legs and its trunk. But these things were not so much learned as they were remembered. Perhaps, the little Trebom thought, they were a gift from the strange voice it heard in its mind. That too was a kind of memory. Okay, wir sagen also hier jetzt Materialien auswählen, die du gesammelt hast. Ein paar Pilze. Noch mehr Pilze. Weiß nicht, oder ist das vielleicht doch so besser? Vielleicht doch mit Maus und Tastatur. Weil das Lenken. Na, ja, vielleicht doch mit Controller. So, wähle aus. Also ich soll den auswählen. Just when it was starting to get used to its legs, the food from the jumping creature gave it new ones. With the right substance as a catalyst, a Trebom can transform and adapt. Ich lasse die Kamera mal ein bisschen aus, solange er immer so viel redet. Okay, damit kommen wir jetzt höher. Hey. Hey, ich kann hier auch einsaugen. Schieße alles aus deinem Inventar. Schieße mit Wasser und für die fliegenden Käfer. Also. Blub, 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 blub. Hab ich. Jetzt ist aber die Fliege weg. Was ist das? Ich esse das einfach mal. Gucken, was passiert. Nix. Ich erst den mal. Die Leiste ist jetzt größer. Speicherkörper ermöglicht dem Trebom eine größere Anzahl von Gegenständen zu speichern, die er mit seinem Rüssel tragen kann. Okay, was passiert, wenn ich so einen esse? Nix.
Okay. Und was ist hiermit? Achso, das ist wahrscheinlich unser... Ah, weil wir wahrscheinlich auch Durst haben werden. Damit ernähren wir uns. Also, er ist jetzt so fett wie ich. Aber guck mal, da ist auch irgendwie... Da irgendwie was im Baum, oder nicht? So, hier sind noch mehr Fliegen. Also hier ist noch so ein Ding. Flum, flum. Flum, 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 flum. So, die Fliege habe ich jetzt auch. Hapa, hapa. Kriege ich jetzt Flügel? Nö. Schön, meine Aufgabe. Also, warte mal. Weiter. Ziele. Es konnten keine nützlichen Informationen gefunden werden. Okay, wir haben im Moment keine Ziele. Die Wasseranzeige zeigt den gesamten Vorrat deiner Gruppe an. Während... Steht da gar nicht während. Wasser wird zurzeit verbraucht. Der Verbrauch beschleunigt sich in heißen Umgebungen und verlangsamt sich in kalten Gebieten. Dein Trepham oder Trepun oder wie auch immer. Also Trepham sagt er ja, ne? Der Erzähler. Trepham kann ohne Wasser nicht überleben. Also sei achtsam, wenn du mit deinem Rüssel Wasser versprühst. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Haben wir eine Map oder so? Und wann geht das weiter hier? Was ist das denn hier eigentlich für komische Sachen? Ich denke mal, das gibt noch... guck mal da, ein großer. Den hat man im Trailer gesehen, ne? So, was passiert, wenn ich jetzt den hier esse? Nom, 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 nom. Passiert gar nichts. Einfach mal einsaugen. Yo, hallo. The Trepham was drawn to a bright light, or perhaps to the creature next to it. Da sollen wir hin. Ich möchte mit Wasser sprühen. Ja. Hey du. Hey du, ich spritze dich voll, du. Ja, gefällt dir? So, und wenn ich jetzt den hier trinke, ja, geht unser Wasser voll. Und ich denke mal bei Essen. Was macht der jetzt? Ah, jetzt muckt er rum oder was? Nee, er kommt. Er hat eine Schlapperzunge. Das ist ein Hund. Ja, fein. Okay, wir sollen auf jeden Fall offensichtlich so diesen blauen Strahl, der uns da verfolgt. Kann ja auch rennen. Ich kann auch rollen. Also da ist was hellblaues. Da will ich hin. Was ist das? Hey, ich esse den mal, damit ich Platz habe. Was ist das denn? Hüppe, hüppe. Hüppe. Guten Tag. Ich bin Schnorchi. Wir nennen ihn Schnorchi, nicht Truphuhn. Truphuhn, Trepham, sondern Schnorchi. Puff. Okay, das muss ja irgendwas zu bedeuten haben, ne? Später wahrscheinlich. Später. Kann ich jetzt einfach irgendwo hingehen, wo wir wollen? Erstmal wieder alles machen, was ich nicht machen muss, ne? Guck mal, da. Das sind dicke Eier. Die meine ich. Ach, das sind Schnecken. Keine Eier. Hallo, Schnecki. Kann ich ihn auch jetzt mit so einem Pilz abschießen? Oder füttern? Hier, ein paar Pilze. Mag er die nicht? Willst du so einen? Soll ich mein Wasser abspritzen? Ja, magst du das? Schönes Auge.
Oh Gott, hat er mich verjagt, Alter. Oh, da. Der kann sich aufmachen. Mach mal deinen Panzer auf da. Mach mal deinen Panzer auf. Hup, hup. Da, er ist rausgegangen aus seinem Panzer. Harte Schale. Einige Zutaten können erst verspeist werden, wenn ihr essbares Innenleben freigelegt wurde. Es gibt mehrere Methoden, Zutaten aufzubrechen. Experimentiere damit, sie zu werfen, zu zerquetschen oder sie an andere Kreaturen zu verfüttern. Gegenstände, deren Äußeres zerbrochen werden kann, sind im Inventar mit einem gelben Rahmen hervorgehoben. Okay, jetzt habe ich irgendwas. Also, dagegen geschossen. Und jetzt esse ich den. Jetzt kriege ich eine Fähigkeit wieder. Boing. Jetzt haben wir eine Haut. Lässt Trepun Haus glänzen und funkeln und macht den Schnorchi so attraktiv wie ein... Guck mal, ich bin jetzt genauso hübsch wie du. Mach auf den Panzer. Ich bin jetzt so schön. Guck mal, da. Ach, da ist eine Perle drinne. Ach, lol. Aha, und steht jetzt irgendwo, was der macht? In organischen Inneren Perle. Sein Zweck ist unbekannt. Können wir das hier irgendwo sehen? Weil wir jetzt ja hier was haben. Was ist das denn? Hop, 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 Kapseln. Hop, 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 hop. Setzt die Kapseln ein, im Bio zu speichern, welcher die Ablenkung versprühten Raubtier konfrontiert. Okay, das sind irgendwelche Sackfliegen. Ah ja. Schwören bei mir auch rum. Da. Perle. Okay, aber Wasser, harte Schale. Steht halt nicht, was das jetzt macht, dass wir jetzt so hübsch sind. Egal, jetzt bin ich hübsch. Das ist doch was hier, ne? Oha. Ich kann die Schnecke einfach wegrubben. Okay. Ja, eigentlich sollten wir mal weitergehen, ne? Wer macht Wii? Wer macht hier Wii? Wer macht hier Wii? Guck mal, da ist auf jeden Fall auch was Blaues. Aber unsere... Ich gehe jetzt einfach dahin. Except for the grass growing on the old one's head, they were very much alike. Surrounded by this light, the Trebum knew things it had not known before. It knew the older Trebum had carried this light for a long, long time. And it knew that now that responsibility had passed to the next generation. Yes. This young Trebum had to carry the light to those great towers in the distance. It could have stayed here to learn many old things, but the cylinder would not allow it. Ach, der wurde vom Turm aufgehalten. Okay, es geht also jetzt weiter. The inner voice said, run! The towers would not stop the cylinder unless they were activated. Okay, dann gehen wir mal dahin. Zu dem rechten. Also ich darf mir ja offensichtlich einen aussuchen, ob rechts oder links. Die Walze kommt, also der Zylinder. Quickly. The Trebum had to step on the symbol or the cylinder would not be stopped. Ja, aber was ist das denn hier? Mach dich nass. Hey, kann ich ihn da was hinwerfen? Uiuiui. Okay, wir müssen ja aber erstmal hier rauf zum Aufhalten. So. Komm, die fliehen. Oh nein, sie zerquetschen. Oh nee, ihr Arm, der Hund hat überlebt. Oder?
The voice inside the Trebum's memories assured it that while the tower stood, the Trebum would be safe. The power of the Eternal Cylinder was contained for now. Aber wer hat das denn hier gebaut? Und this relative tranquility gave the Trebum a chance to think about its family. Trebum are not meant to live alone, so where were the others? Aber was ich, also das muss ja mal gebaut worden sein für die Walze. Also irgendjemand hat das ja damals irgendwie irgendwo irgendwann mal hingebaut. Das ist hier für ein Schlabberhund. Was muss ich mit dir machen? Dagegen, damit du kaputt gehst. Soll ich dich abrollen? Soll ich dich abspritzen? Hier ist das kalt übrigens. Ja, okay, dann nicht. So, was haben wir hier? Irgendwo einen komischen dicker Pelz wahrscheinlich kriegen wir jetzt. Bing! Ein lässt die kalt leichter widerstehen. Ja, wir haben jetzt einen Pelz. Schutztor! Und Tor, jawohl! Wie schön das hier alles ist. Was hat er da unten? Das funkelt und glitzert so schön. Na, ja, wenn ich schon mal hier unten bin. Irgendwas zum Essen. Okay, die Temperaturanzeige ist da links. Guck mal, hier ist auch ein Dicker. Frisst du mich? Ich glaube, der frisst mich, oder? Game over. Einfach Game over. Einfach aufgefuttert. Aber da war was. Wii. Aua. Wii. Bei ihm, hinter ihm. Mama, Mutter, aber ich muss da durch. Wii. Guck mal hier. Eine Höhle. Oh, ein neues Familienmitglied hat sich der Gruppe angeschlossen. Name eingeben. Das ist Schwein. Schwein! Was geht ab? So, weiter. Was jetzt? Hallo, er läuft nicht mehr. Okay, jetzt läuft er wieder. Karte? Sieht man nicht so richtig, okay. Inventar? Kann ich mich selber auch irgendwie benennen? Ey, oder Schwein, ne? Sieht ja ganz schön schnorchig an. Was geht ab? Kann ich dich einsaugen? Kann man dich auch spielen oder so? Ja, jetzt bin ich Schwein. Guten Tag, guten Tag. Kann man auch hier Steine einsaugen? Nee. Was machst du? Für komische Geräusche. Rollt er mit? Ja, er rollt mit. Cool. So, wo müssen wir hin? Zu dem blauen Schrall, oder was? Hey, kann ich mir gar nicht vorstellen. Plum. Was zu trinken? Wasserpflanzen. Die werden wir brauchen. Was haben wir hier? Irgendwas zu essen? Sah aus, als ob er gerade loslaufen wollte. Können wir ins Wasser? Hup. Wohin jetzt? Dein Schnorchi ist zu jung, um hinüber zu schwimmen. Achte auf die Lichtstrahlen, die von den aktivierten Türmen ausgehen. Sie führen dich zu Zielen oder zu Gebieten von Interesse. It was hard for the Trebum to know what to do or where to go.
But the friendly voice suggested this was not the right way. Aber so ein bisschen kann ich doch, oder? To find your path, it said, you must follow the beam. Ich glaube, wenn die Auswahl leer ist, sind wir tot, ne? Of the tower and stay away from the deep waters where the old things dwell. Aber hier ist so ein Kraken. Warte. Ich kann doch jetzt eigentlich mit ihm hier so einen Fisch einsaugen. Und essen. So. Und jetzt werde ich zum Fisch, oder was? Boing. Schwimmhautfüße. Mit Schwimmhäuten zwischen den Zähnen kann dein Schnorchel nicht nur schneller schwimmen, sondern auch das Wasser. So, eine alte Fliege. Können wir nicht essen. So, und wenn ich hier so ein Ding einsauge, das ist ja auch nochmal irgendwas. So, erstmal die Fliege essen, damit wir geheilt werden. Und jetzt nochmal irgendwie... Ja, was stimmt mit dem Schwein nicht? Speicherkörper. Ja, Schwein ist jetzt auch fett. Sehr gut. Was ist das? Nehme ich mal einfach mal mit. Davon sind so viele hier. Ja, trinken brauchen wir auch. Aber ist egal, welchen ich nehme. Ne? Also beide haben das gleiche Trinken. So, was das? Kann man das nass spritzen oder so? Er spritzt mit. Voll der Spritzer. Blum, blum. Guck mal, da hinten ist so eine dicke, fette... Weiß ich nicht, so eine Panzerschnecke. Guck mal hier. Was ist der denn hier? Was ist denn reingepustet? Ja! Oh, hab ich mich erschrocken. Junge, Junge, Junge. Aber da ist ja jemand drin, oder? Hallo? Ist jemand drin? Hallo, hallo? Können wir ihn da mal zu essen hinwerfen? Ich glaube, da ist gar keiner drin, ne? Was ist das denn? Ist auf jeden Fall eine Fähigkeit wieder. Ich fress mal. Drohgebärenrüssel. Lass den Treibhorn von einem Laut ausgehen und die Raubtiere aufscheucht oder verschreckt. Wie benutze ich das? Auf B. Okay, alles klar. So, jetzt aber ja. Da ist jemand drin? Also, du brauchst auch, aber auch so einen Schrüssel, oder? Obwohl, ne, ist ja gar nicht. Nur das Schwein. Nur das Schwein kriegt so einen Rüssel. Also, Grunz! 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 Passt doch zu ihr. So, wo führt der Strahl hin? Da hinten irgendwo hin. Aber warte mal, hier. Haben wir auch noch was, ne? Deine Perle ist weg. Was machst du jetzt? So, was haben wir hier oben? Our young friend had found an egg. Ei. A Trebum egg with one of his siblings inside. The egg had been abandoned, but it could still be made to hatch. All that was needed was a source of heat. Wärmequelle. Ei halten, loslassen. So. Das hier? Ist für mich eine Wärmequelle. Ja! Wir haben noch einen. Salva. Was geht, Salva? Willkommen im Team. Was frisst du hier? Salva ist ja ganz klein. Okay, wir wechseln rüber zu Salva. Ja, das sind irgendwelche Dinger. Okay, was ist hier? Da oben? Das sieht aus wie Kohl hier, ne?
Okay, dann würde ich sagen, kann ich den Namen auch von dem ersten hier verändern? Wo ist denn der? Weg. Ich kann... So, jetzt. Ich möchte von ihm den Namen ändern. Kann ich von ihm den Namen ändern, bitte? Essen. Bin ich hier irgendwie... Hm? Nee. Was? Ah, man kann hier einfach Sachen rüberschicken. Ah. Zum Beispiel so. Alles klar, Schatz. Okay. Ja. Jetzt fresse ich hier. Ich wollte eigentlich Namen ändern, aber das geht offensichtlich hier nicht. Kann ich das hier irgendwo machen? Wir speichern erstmal. Ja, dann würde ich sagen. Jetzt glitzern wir wieder. Guten Tag. Glitzern macht, wie ein Trefer eben sein sollte. Attraktiv. Ja, da sind wir attraktiv. Ja, ich würde sagen, das war erstmal so die erste Folge. So, wir haben jetzt hier ein Schwein. Ein Schwein. Und wir haben ein Salver. Müll, alles Müll. Alles Müll. Ja, wenn es dir gefallen hat und du mehr von dem Spiel sehen willst. Ja, oh scheiße, er ist eingeklemmt. Dann, lass mir doch ein Abo da. Ich würde mich freuen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Haust rein, bis dann, tschüss.